Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich freue mich, dass wir eben noch Stühle anstellen mussten, dass so viele den Mut gefunden haben, den Spießrutenlauf durch die Kollegen Wahlkampfhelfer, die da vor der Tür stehen, zu meistern und hier einen spannenden Vortrag zu folgen. Ich begrüße ganz besonders unseren Festredner, will ich mal sagen, für den heutigen Abend, den Herrn Andreas Licher. Herr Lichert wird sich gleich nach meiner kleinen Einführung selber noch vorstellen und was er zu sagen hat, werden Sie dann anschließend noch mitkriegen. Auch ebenfalls begrüße ich meine Frau, Frau Claudia Paas-Dippel, das ist die Listenkandidatin auf Platz 13 im Landesverband. Und nach den jetzigen Umfragewerten hat sie also allerbeste Chancen im Moment, wenn es so bleibt, wie es im Moment ist, am 28. Oktober in den Hessischen Landtag gewählt zu werden. Auch besonders begrüße ich, ich sagte es eben schon, unsere Wahlkampfhelfer vor der Tür. Wahlkampfhelfer bezeichne ich sie deshalb, weil sie vielleicht die Ereignisse am Samstagvormittag, Mittag in Wiesbaden mitbekommen haben. Da war die SPD-Führung, SPD-Spitze gar nicht so begeistert über die Demonstration, die gegen den Wahlkampfauftakt des Landesverbandes in Wiesbaden stattgefunden hat. Und hätten das lieber gesehen, wenn das eben quasi so, wie der Herr Bouffier das angeordnet hatte oder empfohlen hatte, die AfD zu ignorieren und sie nicht ins Parlament zu kriegen. Das ist die gleiche SPD, die mit der Frau Nahles oder die Frau Nahles will mit der SPD die Türkei retten. Das nur so mal ganz am Rande. Meine Damen und Herren, wer bin ich, dass ich hier überhaupt stehe und Sie begrüße? Die meisten von Ihnen kennen mich, mein Name ist Hako Lagüe. Ich bin Direktkandidat, seit einiger Zeit als Direktkandidat gewählt worden. Ich möchte hier die Gelegenheit ergreifen, denjenigen aus unserem Kreisverband, die hier im Nordkreis, in dem Wahlkreis 5, Unterschriften gesammelt haben, damit ich überhaupt antreten darf, dass ich also das Gesicht der AfD hier im Wahlkreis 5, das ist der Nordteil des Landkreises Waldeck-Frankenberg, sein darf. Also herzlichen Dank für euch alle. Wir haben 104 Unterschriften zusammengekriegt, gültige Unterschriften. Das ist doppelt so viel, wie ich eigentlich gebraucht hätte. Aber das ist ein sattes und sicheres Polster. Es ist relativ unwahrscheinlich, dass ich das Mandat auf Anhieb gewinne. Da müsste ich etwa 40.000 Stimmen zusammenkriegen. So viel ist das, was der letztmalige oder derjenige, dem ich ganz fest ans Bein treten möchte, der Herr Schwarz, gesammelt hat. Ich trete an, das sehen Sie hier, und wo haben wir das zweite? Ja. Ja, weiß ich jetzt nicht, da vorne. Genau, das ist gewissermaßen mein Motto: Windkraft, Naturschutz vor Windkraft oder Naturpark statt Windkraft, wie es auf unserem alten Flyer heißt. Das ist quasi oder kurz nach dem Entstehen der AfD, ist das eines der wichtigsten Themen. Und ich habe schon bei meiner Bewerbungsrede um die Direktkandidatur gesagt, dass ich das neben der, sagen wir mal, allen Dingen, die um die Euro-Krise drumherum herrschen und der illegalen Grenzöffnung seit 2015, das sind so die drei wichtigsten Punkte, die auf verschiedene Art und Weise Deutschland in den Hals brechen können. Und für diesen Bereich Umweltschutz und besonders die Energiewende und alles, was damit zusammenhängt, das ist so ein bisschen ein Steckenpferd von mir. Mit dem Motto trete ich an. Natürlich sind auch Bildung in einem Landeswahlkampf, ist eben der Kultusbereich ein ganz besonderes wichtiges Thema. Die innere Sicherheit, denken Sie an den Vorfall am vergangenen Samstag in Korbach. Die Familie, Soziales und Gesundheit, auch wichtige Themen. In diesem Landtagswahlkampf werden von mir auch mit, ich sage ganz bewusst, mit abgedeckt.
Aber gerade der letztgenannte, also Familie, Soziales und Gesundheit, wird durch meine Frau als ihr Spezialgebiet noch viel besser bedient. Bevor ich dann Andrea Sichert dann gleich das Wort erteile, lassen Sie mich noch ganz kurz so ein paar schlagwortartige Dinge zu meinem Thema, also der Windkraft, sagen. Wir haben in Hessen ca. 1000 Windkraftanlagen im Moment stehen. Ich weiß nicht, wie viele täglich oder wöchentlich noch dazukommen oder ans Netz gehen. Es hat sich Gott sei Dank ein bisschen reduziert, aber es ist nach wie vor sehr kritisch. Von den 1000 Windkraftanlagen stehen 153 im Landkreis Waldeck-Frankenberg. Also 15% stehen in einem einzigen Landkreis hier in Nordhessen. Und da ballen sie sich auch noch im Nordteil des Landkreises. In der Nachbargemeinde in Diemelsee stehen nämlich 73 von diesen Dingern. Also das ist eine ganze Menge Zeug. Und auch Massenhausen ist durch die Auswirkungen dieser Windkraftanlagen ziemlich belastet. Durch den ziemlich, aus unserer Sicht, ziemlich geringen Abstand dieser Anlagen zu der Wohnbebauung hier leidet also die Bevölkerung ziemlich unter dem, oder wird sie ziemlich unter dem Infraschall leiden. Es ist nicht so, dass diese Anlagen irgendwie illegal oder durch Wildwuchs dahin gebaut wurden, sondern ich weiß nicht, ob Sie das wissen, der Teilregionalplan Energie ist vor 2 Jahren geändert worden. Es hat eine sehr langwierige Auslegung dieser Geschichten gegeben. Es hat 32.000 Bürgereinwendungen gegeben beim RP. Dann ist das nochmal überarbeitet worden, dann hat er wieder ausgelegt, dann ist er im Landtag gekommen und letztes Jahr im Juni ist er genehmigt worden. Und auf Grundlage dieses Teilregionalplans werden eben diese Dinger da so genehmigt. Wie hoch ist der Anteil der Windkraftanlagen, jetzt mal bezogen auf ganz Hessen, also nicht nur auf einzelne Windräder hier bei uns im Landkreis Waldeck-Frankenberg, an der Stromproduktion? Jetzt halten Sie sich fest, der ist nämlich rechnerisch, der ist tatsächlich etwa null. Rechnerisch, wenn Sie jeden Tag oder alle paar Tage in der Zeitung lesen oder im Fernsehen hören, ist er natürlich höher, weil man eben immer davon ausgeht, wenn die Windräder sich drehen oder Stromzähler, so will ich mal so ein bisschen platt sagen, sich drehen, produzieren die natürlich Strom. Aber ich sage, rechnerisch oder tatsächlich ist der Anteil an der Stromproduktion null oder annähernd null, weil man den Strom nur in ganz geringem Umfang brauchen kann, den die Windräder produzieren. Das hängt damit zusammen, Strom muss dann produziert werden, wenn er gebraucht wird. Wenn Sie also zu Hause auf den Lichtschalter drücken oder Ihren Herd einschalten oder die Waschmaschine oder was auch immer, was elektrischen Strom benötigt, in der Sekunde muss der Strom produziert werden. Und da kann ich, was weiß ich, wenn Sie morgens um 6:30 die Kaffeemaschine einschalten und das Licht anschalten und den Föhn benutzen, kann der Strom nicht schon in der Nacht um 4 produziert werden, weil da der Wind wäre. Dann ist er völlig witzlos. Und wenn in der Nacht, sagen wir mal zwischen 22 Uhr und 3 Uhr morgens ein Sturm, ja, oder ein sehr starker Wind, so ein Windfeld über Landkreis Waldeck-Frankenberg zieht, dann produzieren die irre viel Strom. Wenn wir Glück haben, erreichen sie sogar ihre Nennleistung, wo dann am nächsten Tag dann in der Zeitung steht oder im Fernsehen berichtet wird, dass wir im Grunde genommen die Atomkraftwerke hätten abschalten können. Aber in Wirklichkeit ist der völlig nutzlos, weil kein Mensch da ist, der diesen Strom brauchen kann. Der wird also zu ganz geringen Teilen dazu benutzt, um das Wasser vom Untersee am Edersee in Henfurt auf den Petersberg zu pumpen, bis das oben voll ist, um dann in einer Stromspitze am nächsten Tag oder wenn Sie morgens Ihre Kaffeemaschine einschalten, das wieder abzulassen. Aber zum großen Teil, die Zahl habe ich jetzt nicht mehr ganz parat, aber der Herr Göbel, wir hatten vor 2 Wochen einen interessanten Vortrag in Ehring gehört, wird der ins Ausland verklappt, so könnte man sagen, also weggeworfen und manchmal wird er nicht nur verschenkt, sondern wir legen auf den Strom noch ein bisschen ein paar Euro drauf, damit uns das benachbarte Ausland, die Tschechen oder die Österreicher oder die Franzosen, diesen Strom abnehmen. Deswegen sage ich so ein bisschen provozieren,
Der Anteil an der Stromproduktion ist so gut wie null. Die energetische Amortisationszeit solcher Windkraftanlagen ist je nach unterschiedlicher Quelle, aber von Fachleuten, Ingenieuren, die das also durchaus können, gerechnet worden zwischen 4 und 12 Jahren. Wenn nach 12 Jahren, wenn das tatsächlich 12 Jahre dauert, bis so eine Windkraftanlage ihre Energie, die reingesteckt worden ist, erst nach 12 Jahren amortisiert hat, dann müsste man so ein Ding sowieso bauen. Also lohnt sich betriebswirtschaftlich überhaupt nicht, weil nach 10 bis 11 Jahren die Rotorblätter gewechselt werden müssen. Dann sind die fällig. Haben wir auch vor 2 Wochen gelernt. Das sind so ein paar schlaglichartige Dinge, die ich Ihnen sagen will. Vielleicht gehe ich jetzt so ein bisschen noch auf den politischen Teil dieser Windkraft in Hessen ein. Sie kennen oder Sie haben vielleicht schon mal davon gehört, dass das Land Hessen seit einigen Jahren, 3 Jahren ist es glaube ich, 4 Jahre, ein sogenanntes 2%-Ziel hat. Das heißt, die Landesregierung hat das Ziel, 2% ihrer Waldfläche, also des Staatswaldes, für die Errichtung von Windkraftanlagen zur Verfügung zu stellen. Damals, als darüber diskutiert wurde und dieses Ziel eingerichtet werden sollte, waren eine unserer Hauptkonkurrenten, die FDP, ganz vorneweg dabei. Der Fraktionsvorsitzende René Rock hatte damals gesagt, das ist noch viel zu wenig. Wir müssen viel mehr unserer Waldfläche industrialisieren, damit wir eben der Energiewende endlich zum Durchbruch verhelfen. Ja, und heute ist die FDP mit etwas Besonderem Wichtigem beschäftigt, nämlich sich möglichst lautstark von uns abzugrenzen. Sie haben es vielleicht hier und da schon mitgekriegt. Die FDP fordert Abstandsregelungen, die wir noch viel stärker haben wollen. Die FDP fordert sich, möglichst aus dem Wald zurückzuziehen oder keine weiteren Windkraftanlagen im Wald mehr zu genehmigen. Die FDP hat den Infraschall als Gesundheitsrisiko erkannt. Also die fordern jetzt ganz lautstark das, was bei uns gewissermaßen schon in den politischen Leitlinien, das ist quasi der Vorläufer unseres Grundsatzprogramms, seit 4 Jahren gefordert wird. Aber wir kennen das ja, dass der Umweltschutzgedanke zugunsten der Energiewende von Parteien, besonders nenne ich da mal unsere Freunde von den Grünen, aufgeweicht wird. Hier bei uns in der Nähe, im nicht besonders windreichen Hessen, verwandelt die schwarz-grüne Regierung gerade den Reinhardswald, Prinz-Märchenwald ist das. Die meisten von Ihnen werden wissen, wo der Reinhardswald in Sabberburg ist, in eine Industrielandschaft. Da werden also massenhaft oder sollen massenhaft Windkraftanlagen gebaut werden. Es wird alles im Namen der Energiewende, um Deutschland zu retten, oder muss eigentlich noch ein bisschen weiter ausholen, um die Welt zu retten vor dem Hitzetod, der ja angeblich bevorsteht, wird das gemacht. Ja. Und wem, wenn ich den Grünen, die sich in ihrer Frühzeit an jedem Alleebaum ketteten, dem die Axt zu nahe kam, wäre es zuzutrauen, minderwertigen Wald innerhalb eines Naturschutzgebietes für ein Opfer auf dem Altar der erneuerbaren Energien auszuwenden. Also es ist nicht nur die FDP, die da ganz besonders aktiv ist, sondern auch die Grünen. Und im Grunde genommen haben die großen oder ehemals großen Parteien, SPD und CDU, diese Gedanken voll übernommen und sind da jetzt Vorreiter in diesem Bereich. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich als Überleitung jetzt, bevor ich dem Herrn Licher das Wort erteile, noch eine kleine Geschichte erzählen, beziehungsweise ich habe heute ein Zitat gefunden aus einem sehr spannenden Blog, den ich verfolge. Ich informiere mich also hauptsächlich aus dem Internet mit nicht-Mainstream, hauptamtlichen Medien, ein kleines Zitat zu bringen. Ja, und Andreas, ich hoffe, dass ich nachher von dir eine ganze Menge lerne, warum ich schon seit 5 Jahren die AfD wähle und vielleicht für deine Analyse noch ganz hilfreich. Ich bin 57 Jahre alt, verheiratet mit einer Frau.
habe drei erwachsene Kinder und bin seit 32 Jahren Beamter des Landes Hessen. Ja, also ein kurzes Zitat und dann bist du dran. Nach jedem schlimmen Verbrechen, die sich gefühlt mittlerweile Jahr und Monat, wenn nicht sogar Wochen- oder Tagesrhythmus eignen, sind die gleichen empörten Rufe zu hören. Das Volk müsse jetzt endlich auf die Straße gehen. Solche Rufe sind von einer schon bemerkenswerten Naivität getragen. Ich kann es nicht mehr hören. Das Volk müsse jetzt endlich auf die Straße gehen. Ich war mehrfach auf der Straße und habe darüber berichtet. Es fing gut an, war aber letzten Endes kläglich. Nach wenigen Monaten ist alles in sich zusammengebrochen. Die Gegenseite hat aus dem Stegreif 4 bis 5-mal so viele Leute mobilisiert, die 5-mal so agil waren wie wir. Das Volk will zu über 80% alles genauso, wie es abläuft. Ich erinnere an die letzte Bundestagswahl. Das Volk ist das Problem selbst. Wer immer alles nur auf die Herrschaftseliten zu schieben versucht, zeigt damit nur seine infantile seelische Struktur, seine Unfähigkeit, die Fehler bei sich zu suchen und dass er das Versagen immer auf die anderen, also von sich weg, projizieren möchte. Ein naives, für einen erwachsenen, geistig reifen Menschen unwürdiges Schild. Wir sind nicht das Volk, wir sind Außenseiter. Außenseiter, denen es zumeist an jeglicher Fähigkeit zu strategischem Denken mangelt. Das Volk in seiner Breite aber will Harmonie, will absolute Toleranz, will großzügig sein, will Frieden mit allen, auch mit denen, die selbst alles andere als Frieden wollen. Das Volk will einen etwas höheren Lebensstandard, ohne mehr arbeiten zu müssen. Will mehr Komfort, will mehr Bequemlichkeit, will ein besseres TV-Programm, ein noch neueres Honda, bei Handy noch leckerer essen und schön Urlaub machen und das Gefühl haben, lieb und anständig zu sein. Wohlgemerkt, es will nicht anständig sein, sondern das Gefühl dessen haben. Das ist ein Unterschied. Was das Volk nicht will, ist geistige Anstrengung. Was das Volk nicht will, ist sich selbst zu hinterfragen und umdenken. Was das Volk nicht will, ist Konfrontation, außer einer mit den paar Leuten, die die Konfrontation, mit denen, die die Konfrontation lieben, nicht scheuen. Das Volk ist das Problem, welches genau die Leute nach oben bringt, die jetzt oben sind. Die Frage muss also lauten, wie kann das Volk verändert werden? Wenn das gelänge, ergeben sich alles andere wie von selbst. Das Volk zu ändern ist aber Knochenarbeit, und weil der Mensch unfassbar träge ist, im Geistigen noch mehr als im Körperlichen. Was wir schaffen müssen, wenn wir eine Chance haben wollen zu überleben, ist ein Umdenkprozess einzuleiten. Dazu braucht es A. exzellente Vordenker, die das Ganze sauber analysieren und die Richtung herausarbeiten, in die es gehen kann. B. solche, die das in die Breite weitertragen, die es vermitteln können. Und C. viele, die das überzeugt und die das mit ungeheurer Energie und Einsatz mittragen, die sich als ganze Person dafür einsetzen und die mit viel Ausdauer und Frustrationstoleranz jeden Tag das Neue dafür kämpfen. Das ist, wie gesagt, Knochenarbeit. Anders geht es aber nicht. Es gibt keinen bequemen oder schnellen Weg. Es gibt keine Pille, die schlagartig alles wieder gut machen könnte. Wir müssen andere überzeugen, dass aus den jetzt noch über 80% 60% werden, dann 40, schließlich 20 und wir 80. Nur so geht's. Bitte schön. Achso, ja. Eine Sekunde. Ein kleiner Hinweis, meine Frau lässt jetzt gleich eine Liste durchgehen, wenn jemand Interesse hat, auf, sagen wir mal, auf unseren Verteiler zu kommen. Oder unsere Informationen, die so verteilt werden, zu kriegen, möge doch bitte einfach seine E-Mail-Adresse draufschreiben und den Namen, möglichst leserlich, dann ist er damit demnächst verteilt. Jetzt. Ja, meine Damen und Herren, schönen guten Abend, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich bin Andreas Lichert, 42 Jahre alt, wohne und lebhaft in Bad Nauheim, das ist 30 Kilometer nördlich von Frankfurt, also ich komme nicht ganz hier aus der Gegend. Bin dort auch Kreissprecher in der Wetterau und auch Direktkandidat, ganz genau wie Herr Köller-Dippel in dem Wahlkreis
östliche Wetterau und auch Listenkandidat. Und meine Chancen, in den Landtag einzuziehen, sind auch noch ein bisschen größer als die von Claudia Papst-Dippel. Aber ich bin da sehr, sehr zuversichtlich, dass wir demnächst Kollegen im Landtag sein werden. Das Thema Energie ist auch für mich ein interessantes Stichwort. Ich habe die letzten Jahre als Unternehmensberater im Bereich Energieeffizienz für Unternehmen verbracht und insofern weiß ich da über dieses Thema eigentlich auch mehr, als der Laune gut tut. Und ich kann nur sagen, den Kampf, den wir hier, manchmal fühlt es sich ja wirklich so an, wie Don Quixote gegen Windmühlen führen, der ist dringend notwendig. Das EEG ist nicht nur volkswirtschaftlich eine Katastrophe, es ist ökologisch völlig sinnlos. Herr Kola-Dippel hat es ja schon in den Grundzügen skizziert, aber es ist eine Tatsache, dass die CO2-Emissionen Deutschlands 2016 höher waren als 2009. So, und es ist eben nicht nur volkswirtschaftlich eine Katastrophe, sondern es ist auch in höchstem Maße asozial. Das EEG sorgt nämlich dafür, dass Sie alle als Stromkunden, ob Sie jetzt eine Riesenwohnung haben oder ein Riesenhaus oder nur eine kleine Wohnung, ein großes Einkommen, ein kleines Einkommen, völlig egal. Sie alle zahlen für jede Kilowattstunde das Gleiche, aber diejenigen, die davon profitieren, das sind die Bessergestellten, die sich leisten können, sich entweder an solchen Windkraftmonstern zu beteiligen oder eine Solaranlage aufs eigene Dach zu. Doch, aber darüber wollen wir heute nicht reden, obwohl es auch ein lohnenswertes Thema ist. Worüber möchte ich heute mit Ihnen reden? Wer wählt AfD und warum? Und man hätte im Grunde genommen auch beide Zahlen austauschen können. Es geht nämlich darum, wie genau wird aus der AfD die nächste Volkspartei. Folgende Gliederung habe ich dafür gewählt. Ich möchte kurz einleiten geben, na klar. Und dann schauen wir uns mal die Bundestagswahlergebnisse vom vergangenen Jahr an. Ich könnte sagen, das ist doch schon alter Hut. Nee, ist eigentlich nicht. Und ich muss ehrlicherweise sagen, dieser Vortrag war eigentlich ursprünglich auch eher als gewissermaßen intern nur für AfDler gedacht, um aus den Wahlergebnissen der Bundestagswahl gewissermaßen Schlüsse für unsere eigene Strategie zu finden. Was man dabei aber herausfindet bei dieser Analyse, ist so interessant, dass ich das Ihnen unmöglich vorenthalten kann. Dann werden wir uns natürlich ein bisschen angucken, was unsere vielgeliebten Soziologen, Politologen und was es sonst noch so Schönes gibt, ja, was die denn für Erklärungen dafür haben, dass dieser Betriebsunfall unserer Demokratie letztes Jahr im September passiert ist. Und dann möchte ich gerne mit Ihnen diskutieren, wie sozial ist Deutschland denn wirklich? Ja, da werden wir ein paar vielleicht für Sie ganz interessante Aspekte hier noch auf den Tresen bringen. So, und am Ende, sehen Sie es mir bitte nach, muss auch ein kleiner privater Werbeblock noch drin sein. Und das liegt natürlich daran, dass ich ja in den Augen der Medien sowas wie der Erzbösewicht der AfD Hessen bin und ich möchte deswegen die Gelegenheit nutzen, auch da vielleicht ein bisschen Klarheit zu schaffen, was meine Person angeht. Lassen Sie uns bitte Folgendes vereinbaren: Wenn Sie konkrete Fragen haben zu einem, was auch immer, einer Grafik, einem Datum auf irgendeiner der Folien, dann können Sie sich gleich melden, dann können wir diese Fragen gleich klären. Wenn es aber um was Grundsätzliches geht, dann sparen Sie sich das bitte bis zum Schluss auf. Wir werden auf jeden Fall noch Gelegenheit haben, Ihre Fragen zu diskutieren und ich stehe natürlich auch gerne dafür alle möglichen Fragen jenseits des konkreten Vortrags zur Verfügung. Darf ich nochmal neugierig sein? Sind denn jetzt vielleicht auch hier Personen unter uns, die draußen bei der Mahnwache dabei waren und sich jetzt doch getraut haben, reinzukommen? Nein, das ist nicht schade. Weil, Sie haben es natürlich auch alle gesehen auf den Transparenzen, Vielfalt und Toleranz. So, für die Vielfalt in der Politik sorgt die AfD. Wir sind die Einzigen, die nicht Teil dieser politischen Monokultur sind. Nur mit der Toleranz ist es gerade bei denen nicht weit her, die am allerhäufigsten dieses Wort im Munde führen. So viel dazu. So, ich hoffe, es ist einigermaßen scharf und gut zu lesen. So, dann starten wir. Für uns ist natürlich das, was in den letzten 5 Jahren oder mittlerweile 5,5 Jahren
seit Gründung der AfD passiert ist, regelrecht spektakulär. Im europäischen Kontext ist es das aber überhaupt nicht. Es ist völlig normal, dass es innerhalb des demokratischen Spektrums starke Rechtsparteien gibt mit deutlich zweistelligen Stimmenanteilen. Das ist in praktisch allen Ländern Europas so. Und insofern ist das, was wir hier in Deutschland gerade erleben, im Grunde genommen nur eine Normalisierung und gar nichts so wahnsinnig Spektakuläres. Die Erfolge brauche ich Ihnen jetzt nicht alle aufzuzählen, aber entscheidend ist meines Erachtens, dass wir schon enorm viel bewirkt haben. Das jüngste Beispiel war das Sommertheater, was CDU und CSU aufgeführt haben. Glauben Sie, oder letztes Jahr, Wahlkampf, die Diskussion über die Obergrenze, glauben Sie, dass da auch nur eine Socke drüber gesprochen hätte, wenn es die AfD nicht gäbe? Obwohl das so ein dramatisch wichtiges Thema ist. Also das heißt, die AfD wirkt, auch unabhängig davon, ob wir an irgendwelchen Regierungen beteiligt sind oder nicht. Und dass es natürlich noch viel zu tun gibt für uns, ist natürlich auch richtig. Ja, aber ich erwähne das, damit nicht gewissermaßen so eine Art Fatalismus ausbricht, sondern einfach nur, bringt doch eh alles. Oder? Ich denke schon nicht. So, und jetzt sind wir eben auf dem nächsten Schritt. Von einer politischen Avantgarde hin zur Volkspartei. Und wie das jetzt genau aussehen wird, schauen wir einfach mal, was der Wähler uns dazu sagt. Das, ich hoffe, es ist einigermaßen zu lesen, sind die Wahlergebnisse der Bundestagswahl aus dem letzten September. Ja, das sind dann die bundesweiten Ergebnisse, die werden Sie wahrscheinlich so einigermaßen präsent haben. Und da haben wir es als AfD immerhin schon auf Platz 3 geschafft. Und deswegen, der Großen Koalition sei Dank, sind wir damit Oppositionsführer im Deutschen Bundestag. So, und wenn man sich jetzt Gewinne und Verluste anschaut, dann ist es ja so, dass man auf den ersten Blick meinen könnte, die Verluste der großen Volksparteien, die hätten sich gewissermaßen auf die FDP und die AfD verteilt. Wir werden gleich sehen, ein bisschen komplizierter ist die Welt schon. Aber worauf ich hier mal hinweisen will, ist, über den Absturz der SPD wird ja viel gesprochen, zumal er ja noch nach der Wahl deutlich, sogar noch beschleunigt weitergegangen ist. Aber auch die CDU hat genau wie die SPD ungefähr 20% ihrer Wähler verloren. 20%. Und dann stellt sich eine Angela Merkel hin und sagt, sie kann nicht erkennen, was sie hätte anders oder besser. Was für eine Arroganz der Macht. So, und jetzt lohnt sich auch nochmal drauf zu gucken, wie Westdeutschland und Ostdeutschland abgestimmt haben. So, und natürlich, weil Westdeutschland viel größer ist, viel mehr Wähler hat, liegt das westdeutsche Ergebnis relativ nah an dem Bundesergebnis, aber großer Unterschied, die AfD ist tatsächlich im Westen nur auf Platz 4 gekommen, sogar noch von der FDP. Dafür sieht die ganze Landschaft in Ostdeutschland deutlich anders aus. Und dort ist die AfD zweite Kraft. Und das ist natürlich eine enorme Aussage. Aber praktisch auch alle anderen Parteien haben deutlich andere Ergebnisse als im Westen. So, das müssen wir jetzt nicht vertiefen. Das sind jetzt die absoluten Zahlen des Wahlergebnisses, aber einige Aspekte sind schon hochgradig interessant. Thema Wahlbeteiligung. Und das ist auch einigermaßen unstrittig, das ist der AfD-Effekt. Es sind Leute seit vielen Jahren das erste Mal wieder zur Wahl gegangen, weil es mit der AfD eben auch mal was Interessantes zu wählen gab. Ja, und eine hohe Wahlbeteiligung ist immer und überall gut für die Demokratie. Etwas anderes lasse ich mir schlicht hier nicht erzählen. So, das sind jetzt die absoluten Zahlen. Diese 5% in der Wahlbeteiligung, das sind eben 2,66 Millionen Menschen, die jetzt mehr gewählt haben als 2003. Das ist die Wählerzuwanderung. Meine Damen und Herren, Sie sehen, Zuwanderung ist nicht immer was Schlimmes. Das ist was, was ich nie verstehe. Woher weiß man, wo die herkommen und wo sie hingehen? Ja, das hat mir keiner bisher erklärt. Ja, das sind Umfragen, die gemacht werden. Das heißt, man interviewt die Leute, nachdem sie aus der Wahlkabine kommen. Ja, und natürlich hofft man, dass die so einigermaßen die Wahrheit erzählen. Und dann biegt man diese Ergebnisse so lange rum, bis sie mit den absoluten Stimmen so einigermaßen passen. Also das ist, man könnte jetzt böse sein, ja, schon ein bisschen viel Kaffeesatzleserei und so weiter und so fort. Ja. Deswegen würde ich das auch nie
sage ich mal, als absolut in Stein gemeißelt betrachten. Aber ich denke schon, dass sie gewisse, nennen wir es mal, eine Indikation geben, wo die Leute herkommen. Ja, ich halte es für relativ unwahrscheinlich, dass jemand irgendwie was völlig anderes erzählt, als was er eigentlich gewählt hat. Eher sagt er, nein, ich möchte mir keine Auskunft geben. Es werden noch die Hochrechnungen danach abgegeben. Um 18 Uhr Wahllaut anschließen, 18.05 Uhr erste Hochrechnung. Alles Quatsch und Käse. Ja, das sind auch im Prinzip die Befragungen von Wählern, die da stattfinden. Ja, und das ist gewissermaßen die gleiche Datenbasis, nur dass hier eben noch im Nachgang noch stärker ausgewertet werden muss, damit diese ganzen Zahlen auch halbwegs zusammenpassen. Muss ja irgendwie aufgehen. So, und worauf ich jetzt hier besonders hinweisen möchte, ist, dass die bürgerlichen Parteien und der Linksblock, wie ich ihn liebevoll nenne, gar nicht mal so wahnsinnig unterschiedliche Wählerbeiträge geliefert haben. Ja, ich meine, klar, da liegen noch 200.000 fast dazwischen, das ist natürlich ein Unterschied. Aber im normalen Überlegen, Gespräch denkt man doch, dass das irgendwie alles enttäuschte Wähler von CDU und FDP seien, die nun zur AfD übergelaufen sind. Nein, das ist nicht so. Ja, im konkreten Fall ist es sogar so, dass 26% von den Bürgerlichen kommen, 22% von Linksblock. Also das ist keine gigantische Größenordnung dazwischen. Aber viel entscheidender die Nichtwähler. Denn die fliegenden Rechner haben schon gemerkt, wir haben nur 48% unserer Wähler von anderen Parteien geholt. 52%, das heißt mehr als von allen Parteien zusammen, haben wir aus dem Nichtwählerlager geholt. Das ist im Prinzip das wahlentscheidende Reservoir für die AfD. Und an der Stelle lohnt sich auch mal ein Blick auf 2013. Sie erinnern sich, da war die AfD gerade mal ein halbes Jahr alt. Und in den Wahlergebnissen zeigt sich eigentlich ein fast ähnliches Bild. Die Wählergewinne von den Bürgerlichen und aus dem Linksblock sind fast gleich auf. Dicker Daumen zugegeben, aber sie liegen recht nah beieinander. Der ganz große Unterschied ist, dass nur sehr wenige Nichtwähler geworden sind. Mit dem bekannten Ergebnis ist die AfD auch nicht in den Bundestag eingezogen. Wählerabwanderung gab es natürlich auch. Und auch hier, um es kurz zu machen, das entscheidende Scharnier ist auch hier der Bereich der Nichtwähler. 250.000 haben wir an alle Parteien verloren, 370.000, also das anderthalbfache, haben dann nicht mehr gewählt. Das heißt, auch bei den Wählerverlusten sind die Nichtwähler im Grunde genommen von unserer Seite entscheidend. So, jetzt zoomen wir mal rein auf Hessen. Das hessische Ergebnis wird Ihnen wahrscheinlich auch bekannt vorkommen. Es liegt sehr, sehr nah an dem Bundesergebnis. Auch hier sind wir drin Kraft. Das ist natürlich schon mal sehr schmeichelhaft. Aber viel interessanter, genau dieser eine Aspekt noch. Wenn man sich diese Ergebnisse anguckt, dann ist das quasi die Stichtagsbetrachtung am Tag der Wahl. Was wir natürlich nicht wissen, ja, ist die Anzahl der, wie ich sie nenne, verlorenen Gewonnenen. Das waren Leute, die waren schon mal mental bei der AfD und bereit, dort, also bei uns, ihr Kreuz zu machen, sind dann aber doch irgendwie auf der Zielgeraden noch verloren gegangen. Beispielsweise, weil die FDP, ja, also mit einer atemberaubenden Kaltschnäuzigkeit bei uns sich programmatisch bedient hat. Die haben unsere Position schlichtweg geklaut, ja, aber trotzdem so getan, als wären wir die bösen Nazis. Das spricht man wahrscheinlich wirklich nur als FDP. So, und jetzt ist aber interessant, wenn wir sagen, die Nichtwähler, die sind für uns entscheidend. Ja, was bedeutet das denn für unser Wählerpotenzial? Ja, das bedeutet, dass die Gruppe der Nichtwähler in Hessen genauso stark ist wie die Gruppe der CDU-Wähler. Genauso viele Leute wählen nicht wie CDU. Und jetzt lassen Sie uns mal überlegen, was gewissermaßen plausibler ist. Dass wir jemanden, der letztes Jahr bei vollem Bewusstsein Angela Merkel gewählt hat, dass wir den überzeugen können, oder nicht vielleicht, dass wir jemanden überzeugen können, der bisher gar nicht gewählt hat, weil er keine Partei überzeugt hat. Auch dieser Gedanke führt dazu, dass der Nichtwähler für uns als AfD natürlich ein viel interessanteres Ziel ist. Und wie gesagt, die Zahlen sprechen auch eine eindeutige Sprache. So, jetzt
War wie gesagt nach dieser Wahlnacht im September guter Rat teuer. Man brauchte ja irgendwie eine Art Erklärung. Was war da los? Also hat man sich das genauer angeguckt. Wer hat denn jetzt wirklich bei der AfD das Kreuz gemacht? Und die Gruppe mit der höchsten Zustimmung ist, naja, man wird fast sagen, ja, erwartbar eben die Gruppe Mittelalter Männer, die einen, sag ich mal, durchschnittlichen Bildungsgrad haben. So, und wo haben wir die niedrigste Zustimmung? Das sind eher die Senioren mit Hochschulabschluss und Frauen. So, das ist jetzt erstmal ein Befund, da brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht so tief drauf einzugehen, aber daraus hat man natürlich versucht, seine Schlüsse zu ziehen. Und das, auch das können wir schnell zusammenfassen, das ist im Grunde genommen nur eine Übersicht, wie gut die Parteien in unterschiedlichen Milieus ankommen. Ja, das heißt, es gibt hier das sozial gehobene Milieu, da sehen wir, da ist die AfD total unterdurchschnittlich. Dann gibt es das Milieu der Mitte, da sind wir leicht überdurchschnittlich. Und dann gibt es die untere Mittelschicht und die Unterschicht. Und da sind wir stark überdurchschnittlich erfolgreich. Das heißt, wir sind schon jetzt die Partei der kleinen Leute. So, und das Ganze war natürlich ein bisschen zu banal, das muss man dann, wenn man ein Soziologe ist, natürlich in prächtige Worte kleiden, das hat man auch gemacht. Man spricht davon, es gibt eine neue Konfliktlinie der Demokratie. Und es gibt eben die Modernisierungsverlierer. Sie empfinden sich zumindest subjektiv als soziale, ökonomische und oder kulturelle Verlierer der Modernisierung. Demgegenüber gibt es die Modernisierungsgewinner, die von den Modernisierungstendenzen profitieren. So, und dann wird das Fazit gezogen. Damit könnte die neue Konfliktlinie der Demokratie zwischen den sozialen, kulturellen Modernisierungsskeptikern, also wir, und Befürwortern zu einem prägenden Faktor der politischen Auseinandersetzung in Deutschland werden. Das klingt jetzt irgendwie, als ob das was Neues wäre. Aber meine Damen und Herren, das ist die soziale Frage, wie sie sich im Grunde genommen seit der industriellen Revolution stellt. Das ist überhaupt nichts Neues. Wie sozial ist Deutschland heute wirklich? Sie wissen ja, im Grunde genommen ist dieses Land nicht nur Europa besoffen, es ist auch beseelt von sozialer Gerechtigkeit. Und ich möchte Ihnen jetzt ein paar Befunde zeigen, die da nicht so recht dazu passen wollen. Und ich möchte mit dem Thema Steuern anfangen. Das ist die relative Besteuerung oder Steuerbelastung unterschiedlicher Einkommensklassen. Man geht also her und unterteilt die Menge aller Einkommensbezieher in 10 Päckchen, sag ich mal. Ja, hier haben wir die Reichsten und hier die Ärmsten. So, und die Pointe ist, dass die relative Steuerbelastung, das heißt, wie viel von ihrem Einkommen zahlen die Personen an Steuern, dass diese relative Steuerbelastung beim ärmsten Zehntel genauso hoch ist wie bei den Top 25 der Gutverdiener, Top 25% der Verdiener. Das finde ich schon einen ziemlichen Hammer. So, und jetzt müssen wir die Frage, wie geht denn das? Ja, das kann doch gar nicht sein. Die zahlen doch eigentlich keine Steuern. Ja, die zahlen keine direkten Steuern. Direkte Steuern ist Lohn- und Einkommensteuer, die praktisch direkt von dem Steuerpflichtigen kassiert wird. Die Geringverdiener, die zahlen indirekte Steuern. Das sind Mehrwertsteuern, Energiesteuern, alle möglichen Verbrauchsteuern, Steuern auf Steuern. Ja, das zahlen die. Und das summiert sich auch zu dieser Belastung. So, das hatte ich erwähnt. Darf ich Ihnen ein Beispiel auf den Weg? Ich habe vor 14 Tagen in Österreich in der Grenze eine Rolle getankt. Super, 20 Cent billiger wie in Deutschland. Die Straßen in Österreich sind sehr viel besser wie in Deutschland. Für die AfD wäre es ein Anliegen, herauszufinden, wo diese Mehrsteuern durch die Kraftfahrzeuge und Benzinsteuer hingehen, damit man den Bürger sagen kann, es wird sinnvoll verwendet. Jetzt kommt der nächste Punkt, man will die Anlegerbeiträge in Hessen und bundesweit abschaffen, damit
die Straßen nicht mehr, die Bürger mit 75% belastet werden. Oder 90% gibt es Aussatzungen. Ich zahle aber auch so viel Prozent, wenn ich tanke, fahre jeden Tag auf meiner privaten Straße mit dem Auto in die Garage. So, dann ist doch die Frage zu stellen, warum wir da nicht auch von den Einnahmen Geld in die Gemeinden abgezweigt, damit die Straßen mit diesen Einnahmen gebaut werden können. Sollten Sie mal beachten. Ja, natürlich ist das generell. Ja, das ist natürlich generell die Frage, wofür gibt denn der Staat das ganze Geld aus? Ja, wir haben nämlich, ich glaube, ich habe die Kurve irgendwo auch noch dabei, wenn nicht. Wir haben seit der Wiedervereinigung noch nie eine so hohe Steuerquote gehabt. Ne, der Staat bildet sich ja unheimlich viel darauf ein, dass er jetzt die schwarze Null geschafft hat. So, wir erinnern uns, Staatsschulden kosten praktisch nichts mehr. Dank der Nullzinspolitik der EZB. Ja, das spart dem Staat jedes Jahr Dutzende von Milliarden. Ja, gleichzeitig rekordhohe Steuerbelastung. Stichworte kalte Progression und so weiter. Ja, das zahlen Sie. Sie sind die Leidtragenden dieser Entwicklung und da schaffen die es gerade mal auf eine schwarze Null. Das ist ein Skandal. Das ist ein absoluter Skandal. So, jetzt ist in der Tat die Frage, wo geht das ganze Geld hin? Da können wir vielleicht nachher im Anschluss noch darüber diskutieren. Aber das ist auch eine ziemlich interessante Statistik. Da geht es nämlich um den Anteil von Niedriglohnempfängern an den gesamten Arbeitnehmern. So, und wir sehen hier, Deutschland ist ausnahmsweise mal Spitze in der Statistik, ja, hat nämlich einen größeren Niedriglohnanteil als Griechenland und deutlich größer als zum Beispiel Spanien und Italien, die ja praktisch Krisenländer sind. Dieser Anteil von Niedriglohnempfängern an allen Arbeitnehmern, da steht es ja, ist vergleichbar mit den Raten im Baltikum, was von der Wirtschaftskrise sehr schwer gebeutelt wurde, und dem westlichen Balkan. Keine sehr schmeichelhafte Statistik, finde ich. So, jetzt soll man vielleicht noch klären, was ist denn überhaupt ein Niedriglohn? Und das ist eben ein Bruttolohn, der unterhalb von 2/3 des nationalen Median-Bruttolohns aller Vollzeitbeschäftigten liegt. Also, das bedeutet, wenn Sie weniger als 2.000 Euro brutto haben als Vollzeitbeschäftiger, sind Sie Niedriglohnempfänger. Und davon haben wir in Deutschland eine ganze Menge. Das ist ja im Grunde genommen erstmal eine relativ sympathische Kurve. Die steigt stetig an, das ist doch schön. Und das ist der Nominallohnindex. Ja, also ohne Berücksichtigung von Inflation. Die Inflation kommt hier. Das ist nämlich der Verbraucherpreisindex. Und Sie sehen, naja, der steigt mal stärker, mal schwächer und so weiter. Aber im Großen und Ganzen liegt er eigentlich fast gleich auf mit der Entwicklung des Nominallohnindex. Und wenn man diese beiden Faktoren zusammenzieht, dann kommen wir auf den sogenannten Reallohnindex. Und der soll messen, wie viel Kaufkraft der durchschnittliche Arbeitnehmer tatsächlich in seinem Portemonnaie hat. Tja, Mensch, das ist ja eine beeindruckende Entwicklung seit der Wiedervereinigung, ne? Also, wow. Und wenn Sie sich das hier mal angucken, dieser kleine Knick nach oben, das ist das, was in den letzten Jahren so abgefeiert wird. Sie kennen vielleicht die entsprechenden Schlagzeilen oder Meldungen in der Tagesschau, ja, hohe Reallohnanstiege im vergangenen Jahr aus. So, das liegt jetzt aber nicht daran, dass sich die Löhne besser entwickelt hätten, sondern dass die Inflationsraten so niedrig waren. Das heißt, genau der Faktor, der überhaupt für nennenswerte Reallohnsteigerungen gesorgt hat, ist genau der Feind der Europäischen Zentralbank. Denn deren ganze Politik der letzten Jahre ist auf eine Erhöhung der Inflationsraten gerichtet. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass sie früher oder später dann Erfolg haben werden und dann wird genau diese Episode auch sehr schnell wieder vorbei sein. So, das ist eben der Durchschnittsarbeitnehmer, das ist immer wichtig, sich zu vergegenwärtigen und de facto ist da nichts passiert. Und das sieht übrigens in anderen Ländern in Europa auch deutlich anders aus. Bitte? Als kurze Verständnisfrage, Andreas, dieser Reallohn oder Reallohnindex, ist der schon kaufkraftbereinigt oder müsste man das noch dazu rechnen? Nee, also das ist quasi das Ergebnis, wenn du eben den nominalen Lohn
mit der Inflationsrate kombinierst. Das heißt, dadurch entsteht diese reale Komponente. Also das sollte das eigentlich sein, was tatsächlich die Kaufkraft ausmacht. So, das hatte ich auch erwähnt. Aber jetzt kommt der Pferdefuß. Das ist eben der Durchschnittsarbeitnehmer. So, und jetzt ist natürlich mal interessant, auch hier wieder zu gucken, naja, wie hat sich das denn in den unterschiedlichen Einkommensklassen entwickelt? So, das kann einem schon so ein bisschen die Laune verderben. Ja, also je nachdem, in welchen Zehnteln Sie sich einsortieren wollen, aber der Punkt ist, auch hier haben wir wieder praktisch die Zehntel von den Ärmsten mit dem geringsten Einkommen und den Reichsten mit dem höchsten Einkommen. Und hier geht es jetzt um die Entwicklung der Löhne und da sehen wir, dass gerade die sowieso praktisch, ich sage mal, am falschen Ende der Nahrungskette stehen, ja, weil die sowieso schon gebeutelt werden, gerade bei denen sind die Löhne sogar noch zurückgegangen. Hier geht es um die Kaufkraft der Brutto-Stundenlöhne, das ist praktisch auch der reale Lohn, den diese Leute bekommen. Das heißt, gerade die Ärmsten in unserem Land mit den geringsten Einkommen, die sind in diesem ganzen Aufschwung, dem längsten in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, vergessen worden. Die haben davon nichts. Und jetzt denken Sie sich noch bitte die ganze Prosa hinzu, Deutschland ist ein reiches Land und geht es doch so gut. Ja? Natürlich gibt es Reiche in Deutschland, aber Deutschland als Ganzes, der Querschnitt der Bevölkerung, hat nicht profitiert. Es profitiert auch nicht vom Euro. Ja, wenn Sie mich nochmal einladen, erzähle ich Ihnen das gerne noch ein bisschen detaillierter. Dann machen wir den volkswirtschaftlichen Vierkampf und ich kann Ihnen hieb- und stichfest nachweisen, dass volkswirtschaftlich betrachtet Deutschland vom Euro nicht profitiert hat. Aber Sie alle wissen, was die Medien die ganze Zeit trompeten. So, ziehen wir da schon mal einen ersten Strich runter und sammeln ein paar Folgerungen. Die Analyse der Wahlergebnisse nährt dieses Narrativ, die AfD ist ein Auffangbecken für die Verlierer und die Abgehängten. Ich glaube, ich habe Ihnen auch gerade anhand der letzten Folien zeigen können, dass das eben nicht nur Propagandalügen der AfD sind, das sind alles hochoffizielle Zahlen vom Statistischen Bundesamt, von Eurostat und so weiter. Die Grafik eben war aus dem Spiegel. Ja? Also insofern, das sind alles keine Filialen der AfD. Das sind belastbare Zahlen. Das heißt, dieses Gefühl ist basiert auf wahren Fakten. Und das ist ja auch völlig klar. Die AfD steht für Veränderung. Die Gutverdiener, die Reichen, die sind natürlich immer für ein Weiter-so, weil die Profiteure des Status quo sind. Aber diejenigen, die nicht zurechtkommen, die, wie gesagt, am falschen Ende der Nahrungskette stehen, die brauchen Veränderung. Normalerweise ist das ja eigentlich was Gutes, wenn man sich um den Sozialschwachen kümmert. Aber nicht bei der AfD. Nein, bei uns ist auch das böse und da spricht man von Sozialpopulismus. Also das Einzige, was noch schlimmer ist als Populismus, ist Sozialpopulismus. Gibt es bei keiner anderen Partei. Ne? Ist klar. So, und unser Programm denkt das ja übrigens nicht. Sie wissen ja vielleicht, dass es sogar sehr intensive Diskussionen darüber gibt, ja, wie die AfD sich sozialpolitisch ausrichten soll. Und wir haben ja auch noch kein fix und fertiges Rentenkonzept. Ja. Das wird uns ja ständig unter die Nase gelegen, wie schlimm das sei. Und es gibt ja schon 5 Jahre und so weiter und so fort. Meine Damen und Herren, niemand hat ein Rentenkonzept. Und das liegt auch schlichtweg daran, dass es gar keine Lösung gibt für das Rentenproblem. Und sich einfach nur hinzustellen und zu sagen, ich hätte aber gerne das und das, irgendwelche willkürlichen Zahlen als Mindestrenten vorzugeben, obwohl man im Prinzip schon jetzt ausrechnen kann, dass das unbezahlbar ist, das ist kein seriöses Konzept. Die Mobilisierung von Nichtwählern entscheidet über den Wahlerfolg der AfD, hatte ich Ihnen dargestellt. Und ich behaupte, dass diese Mobilisierung dauerhaft nur gelingt, wenn wir uns ganz offensiv der sozialen Frage zuwenden. Ein bisschen Protest einzusammeln als Partei ist natürlich einfach. Aber diese Leute sind natürlich genauso schnell wieder weg, wenn sie das Vertrauen verlieren, dass die AfD auch wirklich für sie was erreichen kann. Deswegen müssen wir glaubhaft dieses Feld behalten. Und was beim Thema soziale Frage mir vor allem auch wichtig ist,
Es ist ja eben nicht nur eine wirtschaftliche Frage, ja, sondern es ist natürlich ein Querschnittsthema mit allen möglichen Bezügen. Beispiel Bildung. Wer kann sich denn Nachhilfelehrer leisten und so weiter? Die Reichen oder die Armen? Ist ja klar. Ja, was ist mit dem Bus? Was ist mit dem Thema innere Sicherheit? Wer wohnt denn in dem problematischen Viertel? Ja, natürlich die, die nicht wegziehen können. Justiz, wer kann sich gute Anwälte leisten? Und fast immer und überall gibt es natürlich auch einen Bezug zur Migration. Warum haben sich denn die Löhne am unteren Ende so schlecht entwickelt? Warum brauchen wir denn den Mindestlohn, obwohl wir, wie gesagt, in einem rekordlangen Aufschwung sind? Weil natürlich am unteren Ende der Arbeitnehmerschaft ein stetiger Zustrom von zusätzlichen Arbeitnehmern erfolgt. Und natürlich geht das zulasten der Löhne dieser Leute. So, und jetzt ist mir noch wichtig, die Folgerung muss aber sein, dass wir nicht in einen Überbietungswettbewerb mit der politischen Linken eintreten. So nach dem Motto, wer bietet noch einen Euro Mindestlohn mehr oder derartige Geschichten oder hier noch eine Sozialleistung. Nein, nein, nein. Wir brauchen grundsätzlich andere Ideen und, Achtung, festhalten, ich nenne das eine rechte Sozialpolitik. Wir dürfen die offenkundig nicht wirksame und oftmals sogar kontraproduktiven Ansätze linker Sozialpolitik nicht kopieren. So, was heißt das jetzt zum Beispiel konkret für Hessen? Das ist jetzt mal so eine Darstellung mit den unterschiedlichen Arbeitslosenquoten, ist aber gar nicht so schlimm. Das brauchen wir jetzt gar nicht im Detail uns anzugucken, deswegen habe ich es auch nur so wenig gründlich gemacht, weil eigentlich sieht alles gut aus. Selbst in den Städten, selbst in Offenbach, haben wir gerade mal 9,1% Arbeitslosenquote. Ja, also das ist schon recht nah an der Folgestätte. Bitte. Diese Statistik stimmt von A bis Z nicht. Wenn in einer hessischen Zeitung steht, 2,5% Arbeitslose. Auf der nächsten Seite steht, dass wir 8,5 Millionen 1-Euro-Jobber haben. Da frage ich Sie ganz ernst, wozu zählen 1-Euro-Jobber? Also, es gibt natürlich verschiedene Statistiken. Arbeitslos heißt arbeitslos. Die 1-Euro-Jobber haben ja technisch gesehen einen Job. Ja, sind aber natürlich entweder unterbeschäftigt, da gibt es auch eigene Statistiken, aber ich wollte Ihnen jetzt nicht fünfmal dasselbe Bild, nur mit anderen Schattierungen. Ja, und dann gibt es natürlich noch den ganzen großen Rest an Transferempfängern, die de facto natürlich auch arbeitslos sind, aber einfach nicht gezählt werden, ja, weil es in der Statistik schöner aussieht. Der Witz ist aber, die deutsche Arbeitslosenstatistik ist sogar weniger getürkt als der OECD-Durchschnitt, als in den meisten anderen Ländern. Ja, das heißt, der deutsche Selbstbetrug ist ein bisschen geringer. Aber die Pointe ist ja trotzdem eine ganz andere. Der alte Spruch, sozial ist, was Arbeit schafft, der gilt ja weiterhin. Aber das soll auch sagen, Arbeit haben viele. Aber reicht das? Und im Rhein-Main-Gebiet ist natürlich das Thema Wohnen der absolute Killer. Ja, also da sind die Leute natürlich extrem betroffen von den Mietpreissteigerungen. Ja, und was mich regelrecht die Wände hochtreibt, ist, wenn dann die Politiker dann dastehen und sagen, oh, was kann man denn da machen? Na, man könnte zum Beispiel dafür sorgen, dass die Grunderwerbsteuer nicht ständig steigt. Ja, Hessen hat mit am stärksten von allen Bundesländern die Grunderwerbsteuer erhöht. So, natürlich schlägt sich das unmittelbar auf die Immobilienpreise und damit im Zweitpunkteffekt auf die Mieten durch. Dann haben wir auch dort einigermaßen irrsinnige Energieeffizienzstandards. Ja, die ENEF, die Energieeinsparverordnung, die sorgt dafür, dass sinnvolle energetische Modernisierung unterbleiben. Weil wenn Sie bestimmte Dinge tun, dann müssen Sie schlagartig mit dem Gebäude die gesamten Energiesparvorschriften erfüllen. Und da werden Sie als Immobilieneigentümer, werden Sie mit dem Klammerbeutel gepudert, wenn Sie das machen würden. Ja? Aber bei Neubauten treibt das natürlich die Kosten enorm in die Höhe. Und viel entscheidender ist nun das Thema Mietrecht und die völlig bekloppte Mietpreisbremse. Die Mietpreisbremse ist wirklich so eine Kopfgeburt sozialistischer Logik. Ja, wir müssen mit Preiskontrollen, müssen wir die Mieten runtertreiben und dann wird alles gut. Ja? Das ist schlichtweg Unsinn. Ja, die einzige vernünftige Antwort auf hohe Mieten ist mehr Wohnraum. Und da sind wir wieder beim Thema Mietrecht.
Sie wissen vielleicht, dass auch international viel Geld derzeit nach Deutschland fließt, was auch und gerade im Immobiliensektor investiert wird. Warum? Weil man glaubt, dass sich diese Mietentwicklung sogar eher noch weiter fortsetzen, vielleicht sogar beschleunigen wird. Wir haben da gewissermaßen Nachholbedarf gegenüber anderen europäischen Ländern. So, das bedeutet, diese Großkonzerne sind sich auch ziemlich sicher, dass die ihre Mieten auch kriegen. Aber was ist denn mit kleinen Privatvermietern? Kleine Anekdote, ich bin nämlich so ein kleiner Privatvermieter. Ein Mieter hat bei mir einfach irgendwann mal, da kann man jetzt sagen, ich war auch blöd, das war nämlich auch so ein Hartz-IV-Kandidat und hat, eine, sagen wir es mal, eine etwas, einen unsteten Lebensverlauf gehabt, der Mann. Da habe ich mir gedacht, na gut, komm, du kriegst eine Chance. Ja, und er hat mir natürlich auch so drauf im Himmel erzählt. Dann irgendwann hat die Miete schlichtweg nicht mehr gezahlt. So, nach 2 Monaten gibt es die Möglichkeit, in so einem Fall eine fristlose Kündigung auszusprechen. Habe ich gemacht. Ist auch rechtlich gültig. Alles super. Bin ich so ein Anwalt? Okay, was machen wir jetzt, um ihn rauszukriegen? Ja, hast du ihm schon Geld geboten? Du hast es falsch verstanden. Er schuldet mir Geld. Egal. Biete ihm Geld, dass er auszieht. Wenn nicht, musst du erstmal einen Räumungstitel erwirken. Ja, bevor du überhaupt einen Gerichtsprozess kriegst, ist, wenn es gut läuft, ein halbes Jahr rum. Ja, dann ist der Typ wahrscheinlich über alle Berge. Dann musst du auf deine Kosten sein Zeug irgendwo einlagern lassen und wehe, da geht irgendwas kaputt, verloren oder keine Ahnung was. Ja? Und können Sie sich jetzt vorstellen, dass viele Private, die natürlich gerade auch vor dem Hintergrund der Niedrigzinsphase eigentlich die Ersparnisse hätten, um privaten Wohnraum zu schaffen, dass sie sich sagen, ich bin doch nicht blöd. Ja? Das heißt, diese ganze Situation, und das Mietrecht ist ja auch über Jahrzehnte gewachsen, ist extrem asymmetrisch und solange dieser Bremsklotz nicht beseitigt wird, ich sehe nicht, wie das mit öffentlichen Investitionen allein überhaupt zu stemmen wäre. Und die ganze Diskussion jetzt, da findet ja auch wieder so ein Überbietungswettbewerb statt, wer will mehr Sozialwohnungen schaffen. Ne? Also jetzt soll es sogar ein Volksbegehren in Frankfurt geben und lauter so Zeug. Ne? So, und was wird dann passieren? Dann werden natürlich diese Sozialwohnungen sind dann hoch begehrt und dann haben sie im Grunde genommen bei den Niedriglohnempfängern haben sie auch noch ein Zweiklassensystem, nämlich die Privilegierten, die im geförderten Wohnraum sitzen, ja, und denen super geht, ja, und die anderen, die auf dem freien Markt dann drum kämpfen müssen, dass sie überhaupt irgendwo bleiben. Kann das sozial gerecht sein? Nie im Leben. Nahverkehrspolitik oder generell Verkehrspolitik hängt mit dem Thema zusammen. Gerade im Rhein-Main-Gebiet können sich Geringverdiener oder auch junge Familien, die können sich in den seltensten Fällen ihren Wohnort danach aussuchen, was sie eigentlich möchten. Sondern die müssen irgendwie es hinkriegen, dass sie sich den Wohnraum dann leisten können. Und das bedeutet in der Regel, die sind irgendwo in der Peripherie, auf dem flachen Land und müssen dann irgendwie in die Stadt zum Arbeiten. Und das ist egal, was sie machen, es ist eine Wurzelbehandlung. Ob sie auf der Autobahn im Stau stehen oder schon morgens um 6:30 der Zug quasi wie eine Sardinenbüchse ist. Ja? Also da gibt es jede Menge toller Lippenbekenntnisse, aber keine substanzielle Verbesserung des Nahverkehrs in den letzten Jahrzehnten. Liegt vielleicht auch daran, dass die Bahn das einzige Verkehrsmittel ist, was die nominale Kapazität deutlich übersteigen kann und damit natürlich betriebswirtschaftlich den Profit erhöht. Stehen die Leute halt. So, und dann, Sie haben vielleicht gehört, wir haben ja am Samstag in Friedberg eine, wie ich finde, sehr erfolgreiche Demonstration gegen den ideologisch motivierten Kreuzzug gegen den Diesel durchgeführt. Und das hat natürlich auch ganz starke soziale Aspekte. Wen treffen denn diese Dieselfahrverbote am allermeisten? Den leitenden Angestellten mit seinem Firmenwagen? Oder vielleicht eben den einfachen Arbeiter, der eben in der Peripherie wohnen muss und seinen ollen Diesel noch fährt, weil er sich schlichtweg keinen modernen leisten kann? Also, diese vermeintlich ökologisch motivierte Kreuzzug ist auf jeden Fall auch gegen die Sozialschwachen. So, und hier habe ich jetzt noch den Mietspiegel von Frankfurt, aber das wird jetzt immer genau noch machen. So, jetzt wie gesagt kommt mein privater Werbeblock. Wer ist denn der Richard überhaupt, um was zu lernen?
Also, wie? Das ist im Prinzip bei mir genauso wie bei den allermeisten anderen Menschen auch. Wenn Sie mich verstehen wollen, dann genügt eigentlich ein Blick in die Biografie. Die Weltgeschichte hat mich wachgeküsst, da war ich 14, 15, als die Mauer gefallen ist, beziehungsweise der eiserne Vorhang. So, und das hat mich tief geprägt. Ja, das war die friedliche Revolution, auch schon in Europa, das Ende des Ostblocks als Völkergefängnis, ja, und vor allen Dingen die Rolle des Nationalstaates. Denn der Nationalstaat ist der Garant der Grundrechte des Rechtsstaates und der Demokratie. Und das ist auch der Grund, warum wir in der AfD an dem Nationalstaat festhalten wollen. Auch da sind die ganz große Koalition, ja, will ja den Nationalstaat am liebsten abschaffen. Und was haben sie dafür zu bieten? Europabesoffenheit. Jede dieser drei Säulen unserer modernen Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Grundrechte und vor allem das Demokratieprinzip, ist in Europa schlechter verwirklicht als in Deutschland. Also warum soll ich auf dieser wichtigen Werteskala einen Rückschritt in Kauf nehmen? Nee. Und deswegen ist es auch völlig falsch zu sagen, wir AfDler, wir haben völlig andere Werte als alle anderen. Wir wollen die Deutschland zurück in eine andere Zeit, in eine andere Republik führen. Nee, ist Quatsch. Wir nehmen einfach nur das Grundgesetz ernst. Wenn Martin Schulz sich hinstellt und es gar nicht erwarten kann, dass wir die Vereinigten Staaten von Europa haben, dann ist er grundgesetzfeindlich. Wenn er das gut findet, dann soll er das so machen, wie sich das in der Demokratie gehört. Dann soll man sich damit zur Wahl stellen und sagen, wir wollen den deutschen Nationalstaat auflösen. So, und dann wird vielleicht sogar ein paar Verrückte ihn deswegen wählen. Aber genau das wird nicht getan. Bei den großen Elitenprojekten ist das Volk nie gefragt worden. Es ist immer über den Kopf hinweg. Ja? Und nicht nur in Deutschland. Erinnern Sie sich noch, als die europäische Verfassung in den Niederlanden und in Frankreich durchgefallen war? Was hat man gemacht? Man nennt es einfach nicht mehr Verfassung. Da ist der Lissabon-Vertrag daraus geworden. Das ist der Etikettenschilder. So, dann noch drei Säulen meiner Biografie, die mich zu einer dreifachen Zumutung für die Linken machen. Ich war Soldat, bin immer noch leidlich aktiver Reservist und seither weiß ich, Freiheit hat einen Preis. Ich bin Unternehmer und das lehrte mich verantwortungsvolles Wirtschaften. Und als drittes bin ich zu einem Beispiel auch noch gläubiger Christ. Und das bedeutet für mich, der Mensch ist nicht das Maß aller Dinge. Und was ich auch schon relativ früh gelernt habe, Politik ist zu wichtig, um sie den Politikern zu überlassen. Und deswegen müssen wir alle uns viel, viel mehr darum kümmern. Ich war um die Jahrtausendwende rum, war ich Mitglied der FDP, habe dann aber auch relativ schnell gemerkt, dass Parteipolitik eigentlich nichts für mich ist und bin deswegen aber kein unpolitischer Mensch geworden, war deswegen mittlerweile 12 Jahre lang Vereinsvorsitzender des Trägervereins des Instituts für Staatspolitik. Und wenn Sie da mal meinen Namen googeln und so weiter, da werden Sie alle möglichen eher nicht so hübschen Kommentare nicht finden. Da wird man mir immer wieder versuchen anzudichten, dass ich ein Rechtsextremist sei. Und alles, was ich hier erzähle, ist ja im Prinzip alles nur eine gewissermaßen Fassade und eigentlich etwas ganz anderes. Und das wird damit begründet, mit diesem Institut für Staatspolitik. Ein Name, den Sie vielleicht schon mal gehört haben, ist Götz Kubitschek, ein Verleger, mit dem ich im Rahmen des Instituts für Staatspolitik eng zusammengearbeitet habe. So, diese fürchterliche Organisation ist 18 Jahre alt und seit ihrer Gründung gemeinnützig. Ganz typisch für extremistische Organisationen. So, was haben wir noch? Seit 2013, im März genauer gesagt, bin ich dann eben doch nochmal AfD-Mitglied geworden. Warum? Ich habe zufälligerweise gleichzeitig eine Studie geschrieben, warum Deutschland nicht vom Euro profitiert, die im Institut für Staatspolitik dann veröffentlicht wurde. Und da war ich natürlich besonders aufmerksam, welche Strömungen auch diese Kritik an Euro, an der Euro-Rettung, an den ganzen Mechanismen, die mit einhergehen, formulieren. Und da bin ich dann automatisch bei der AfD gelandet und war dann auch bei dem Urknall der ersten Großveranstaltung in Oberursel dabei. Und da habe ich dann gesagt, oh, das ist doch ganz nett, dann mach mal mit. So, was sind jetzt meine konkreten Ziele? Ich habe schon gesagt, ich möchte, dass wir nationalstaatliche Souveränität zurückgewinnen. Und das heißt wirklich zurückgewinnen.
Denn es ist einigermaßen unstrittig, dass 80% unserer Gesetze, die im Bundestag passieren, im Grunde genommen von Brüssel kommen oder aus Brüssel kommen und nur noch hier umgesetzt werden. Unsere teuren Bundestagsabgeordneten sind also reine Abhängigkeit. Ich stehe für Marktwirtschaft statt Kapitalismus. Das wird heutzutage vielfach synonym benutzt, als sei es dasselbe. Ich sehe das nicht so. Kapitalismus im Wortsinn heißt Herrschaft des Kapitals. Aber wenn Sie sich mal überlegen, was im Zuge der Euro-Rettung passiert, fragen Sie mal einen jungen Griechen, wie toll sich das anfühlt, von unserem Geld gerettet worden zu sein. Und wenn Sie das dann überlebt haben, ja, dann werden Sie sicherlich schnell feststellen, nee, Moment mal, da wurden ja europäische Banken damit gerettet und nicht der griechische Jugendliche. Das ist Kapitalismus, weil damals marktwirtschaftliche Mechanismen außer Kraft gesetzt wurden, nämlich die Einheit von Profit und Verantwortung. Ich stehe deswegen auch für Gerechtigkeit statt Gleichmacherei. Die Menschen sind, Gott sei Dank, unterschiedlich. Und man kann sie nur entweder gleich oder gerecht behandeln. Und wenn ich die Wahl habe, stehe ich für die Gerechtigkeit. Ich bin auch für Verantwortungsethik statt Gesinnungsethik. Das sind Begriffe, die sind heute nicht mehr ganz so geläufig. Ja, vielleicht, weil sie schon über 100 Jahre alt sind. Aber sie haben nichts von ihrer Aktualität verloren. Ein Beispiel, die Flüchtlingskrise. Verantwortungsethik bedeutet, ich denke vom Ergebnis her. Das heißt, wenn ich zum Beispiel die Leute am Ersaufen im Mittelmeer hindern will, dann muss ich doch verhindern, dass sie sich überhaupt auf die Socken machen und diese verrückte Reise auf sich nehmen. Und das wiederum bedeutet, dass ich nicht einen Anreiz aussetzen kann als deutscher Staat, so nach dem Motto, wer es hier hinschafft, der hat das Große losgezogen und wer unterwegs auf der Strecke bleibt, ja, Pech. Gesinnungsethik heißt, ich brauche nur die richtige Meinung und schon bin ich ein guter Mensch und kann mir dann mit anderen quasi um die Wette auf die Schulter klopfen, dass wir ja eben die richtige Gesinnung haben. Und Gesinnungsethik ist genau das, was in unseren Medien und im politischen Paralleluniversum passiert. So, und was ich hier auch beenden will, ist eine Ideologisierung immer weiterer Politikfelder in unserer Gesellschaft. Es gibt ja fast nichts mehr, was Sie einfach faktenorientiert sachlich diskutieren können. Das geht ja hier bei der Energiewende schon los. Ja, es gibt quasi nur noch guten Strom und bösen Strom. Ja, Bildung, genau dasselbe. Warum schreibt denn der Spiegel, Inklusion ist gescheitert? Klammer auf, auch der Spiegel ist keine Filiale der AfD. Ja, vielleicht, weil es so ist. Die einzige Partei, die Inklusion und vor allem diese Zwangsinklusion kritisiert, ist die AfD. So, und was kriegen wir zu hören? Ja, wir seien behindertenfeindlich und hetzten gegen Behinderte. Nein, Sie wissen das jetzt, glaube ich, ganz gut einzuführen. So, und das habe ich in der Tendenz auch schon gesagt. Schluss mit den Elitenprojekten. Ja, die großen Weichenstellungen müssen in die Hände des Souveräns, und das ist gemäß unseres Grundgesetzes, das Volk gelegt werden. So, meine Damen und Herren, damit haben Sie es geschafft. Ich habe Ihnen den Blut strapaziert. Ich stehe jetzt für Fragen zur Verfügung. Vielen Dank. Ja, schönen Dank, Andreas, für diesen doch sehr, sehr spannenden Vortrag in aller Kürze und Würze. Zettel für eine Überprüfung des vermittelten Wissens werden gleich ausgeteilt, aber zunächst mal vielleicht die eine oder andere Verständnisfrage oder auch andere Frage. Vorab vielleicht noch meine Bitte, wir wollen diese Diskussion nicht unendlich lange hinaus dehnen, sondern vielleicht, sagen wir mal, mit allem zusammen so auf eine Stunde beschränken. Aber Feuer frei, ich will nichts abwürgen. Ja, bitte. Bei der Wahl am 28. Oktober sollen unter anderem 15 Punkte abgestimmt werden über die Änderung der Verfassung. Da steht A drin, 10 und 11, Abschaffung der Todesstrafe. Nächster Punkt, für ein vereintes Europa stimmen. In dem vereinten Europa sind die Lissabonner Verträge festgelegt, dass es unter Voraussetzungen dort
die Todesstrafe noch möglich ist. Wie kann ich denn vorher gegen die Todesstrafe kämpfen und anschließend dafür? Das sollten Sie mal publik machen in der Öffentlichkeit. Sie haben vollkommen recht. Es ist tatsächlich so, und gemäß des Grundsatzes, ja, dass Europarecht vor deutsches Recht ja immer bricht, ist es so, dass wir de facto die Todesstrafe in Deutschland haben. Und was auch ganz interessant ist, ja, wofür? Da könnte man sich jetzt irgendwelche fürchterlichen Kapitalverbrechen ausdenken, aber explizit Aufruhr. Aufruhr. Hate Speech und Amoleo-Atomisch-Stiftung sagt dann, wer darunter fällt. Genau. Die extreme Linke, die betreibt dann den Gesinnungstulf und die entscheidet dann, wer da im Prinzip Kopfkürzer kommt. Das ist also schon interessant, ja, und auch genau deswegen werden Sie sowas in den normalen Medien natürlich niemals hören. Ja? Also sind natürlich auch noch ein paar andere interessante Dinge dabei. Und ich möchte jetzt nicht alle 15 Punkte, die es ja insgesamt, glaube ich, sind, durchgehen, aber auch etwas, was man doch eigentlich sagen kann, da kann doch niemand dagegen sein. Kinderrechte in die hessische Verfassung. Ja, hurra, endlich haben Kinder Rechte. Klingt ja erstmal gut. Ist es aber nicht. Diese wirklich dramatischen Geschichten, die da stattgefunden haben, von Vernachlässigung, von Missbrauch, Gewalt gegen Kinder, ja, also wirklich unvorstellbare Dinge. War das eine Verfassungslücke, die dafür verantwortlich ist? Ist doch absurd. Es gibt doch die Gesetze schon längst. Das heißt, es ist ein ganz billiges Feigenblatt, ja, um sich eben wieder gesinnungsethisch auf die Schulter klopfen zu können, und an der konkreten Situation der Kinder ändert sich überhaupt nichts. Aber es ist nicht nur das, es ist auch eine konkrete Gefahr damit verbunden, nämlich die, dass, wie es dort heißt, die Belange des Kindes müssen in praktisch allen Fragen gehört und berücksichtigt werden. So, das kann man ja nur als ein Recht gegen die Eltern interpretieren. So, und wer nimmt denn dieses Recht anstelle des Kindes wahr? Das heißt, es wird dann wieder eine neue Sozialbürokratie geschaffen mit irgendwelchen Kinderrechtsbeauftragten, ja, die dann gewissermaßen noch in die Familien hineinregieren sollen und wollen. So, und der Punkt ist, natürlich gibt es das heute auch schon. Mein Sohn ist ein Pflegekind. Das heißt, einem jungen Paar wurde seitens des Jugendamtes das Kind weggenommen. Weil man gesagt hat, Leute, das wird nichts. Ja? Und sowas gibt es heute sogar bei Akademikerfamilien. Ja? Also das heißt, natürlich muss der Staat in bestimmten Grenzfällen eingreifen können. Aber das kann der Staat heute. Das kann er. Macht er nicht immer und nicht an den richtigen Stellen. Ja? Aber zum Beispiel, wenn eine christliche Familie diesen Blödsinn mit der sexuellen Vielfalt und so weiter nicht mitmachen will, ja, da funktioniert der Rechtsstaat auf einmal. Ja, da werden die Kinder mit der Polizei in die Schule gefahren. Ne? Aber an anderer Stelle, naja. Glaubt man denn, dass diejenigen, die jetzt quasi wenig verdienen, halt so viel verdienen, dass es denen halt einfach wieder besser geht, dass sie sich auch Wohnungsbau und das alles leisten können? Das ist ja eine Frage, die sich an dem Tag für mich stellt. Denn es ist ja schon so, dass dass man da weniger einsteckt, weil Fachverkäufer natürlich relativ wenig verdienen und sich auch, ja, ich sag mal, in Eigenheim das leisten können, weil die bezahlen halt nur auf dem Land liegt und in den großen Städten das recht nicht, weil halt die Preise ja sehr hoch sind. Okay, also die, also ich sehe es zumindest aktuell, da ja nichts anderes übrig, als irgendwo zu mieten. Ja. Naja, klar. Also ich sag mal so, es haben natürlich in den letzten Jahrzehnten viele Prozesse stattgefunden. Auch da, kleiner Schwenk, kleine Anekdote. Ich bin, wie gesagt, in Bad Nauheim auch groß geworden und auch in meinem Freundeskreis war es völlig normal, dass Einzelverdiener zwei, drei Kinder hatten, ja, die Frau blieb zu Hause und die haben, das waren keine studierten Leute, die hatten am Ende ihres Arbeitslebens, hatten sie eben ihr Häuschen da im Frankfurter Speckgürtel abbezahlt, ja, und waren eigentlich klassischer Mittelstand geworden. Es ist heute völlig unvorstellbar. Und das liegt auch nicht nur an den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, sondern natürlich auch an den Ansprüchen, die sich verändert haben. Ja, man will ein Auto, ne? Man will in den Urlaub fahren und so weiter und so fort. Ne? Also das war jetzt, sag ich mal, bei meiner Elterngeneration war das nicht immer so. Ja? So, also das ist ein Aspekt, den muss man der Fairness halber auch noch erwähnen. Aber
Wir haben eine rekordhohe Steuerbelastung in Deutschland. Dazu kommen natürlich noch die ganzen Sozialabgaben. Ja? Das heißt, der Faktor Arbeit ist in Deutschland sehr, sehr hoch belastet. Da müsste der Staat natürlich seinen Zugriff auf das Einkommen der Bürger schlichtweg reduzieren, ja, damit die Relation von Brutto zu Netto besser wird. Das ist eine Maßnahme. Ja. Parallel muss natürlich auch die Ausgabenpolitik des Staates überprüft werden. Ja. Und da sind natürlich so Irrsinnsprojekte wie beispielsweise die Energiewende oder auch die horrenden Beträge, die wir für Migranten und eben nicht nur Asylanten, sondern auch Migranten allgemein aufwenden müssen, müssen natürlich auch auf dem Prüfstand. Ja, die müssen wenigstens mal offen angesprochen werden. Es gibt eine, ich weiß, ich schweife ein bisschen ab, aber das ist wichtig. Es gibt eine Studie der Bertelsmann Stiftung. Und Sie wissen vielleicht, die Bertelsmann Stiftung ist ja auch diejenigen, die ich hier zitiert habe. Ja, das ist immer, wenn die Politik irgendwas Unbequemes zu transportieren hat, dann engagiert sie die Bertelsmann Stiftung, die dann irgendwie eine Studie dazu schreibt. Und das ist gewissermaßen so eine Art politisches Vorbereitungsfeuer. Ja, damit werden die Bürger und Wähler schon eingestimmt auf bestimmte Dinge. Und diese Studie hatte den schönen Titel Migration ist ein Gewinn für alle. So, und da wurde viel erzählt, ja, Deutschland profitiert und Sozialkassen werden entlastet und so weiter und so fort. Und das las ich erstmal richtig gut. Und für Journalisten war es natürlich super, ja, die konnten das direkt zitieren, 1:1, perfekt. So, das Dumme ist, wenn man diese Studie mal tatsächlich gelesen hat, steht da aber was ganz anderes drin. Da steht nämlich drin, dass jeder Ausländer, nicht Asylant, der jetzt gerade irgendwie hier zufällig über die Grenze fällt, ja, jeder Ausländer, je nachdem wie man es berechnet, zwischen 130.000 und 180.000 Euro mehr dem Staat kostet, als ein Deutscher. So. Also da merken Sie mal, wie auch in diesem Politikbetrieb schlichtweg gelogen wird. Und man sagt dann, ja, aber wenn aufgrund der besseren demografischen Situation bei den Ausländern, die genauso qualifiziert werden wie die Deutschen und die genau die gleiche Arbeitssuche hätte, ja, wenn, dann kämen wir vielleicht wirklich mal zu einem Gewinn aus Migration. So, also das heißt, auch da muss man festhalten, das Thema Migration ist auch einfach wirtschaftlich schon seit Jahrzehnten ein ziemliches Desaster. Das heißt, wenn wir dort unsere Ausgaben entsprechend reduzieren würden, ja, hätten wir aber eben Luft für die Entlastung der Bürger. Aber wir müssen auch sehen, unser Wirtschaftssystem hat auch eine erhebliche Unwucht. Und das bezieht sich vor allen Dingen auf die Exportbesoffenheit. Auch da hören Sie natürlich überall, die Exporte sind super. Für die Unternehmen sind sie das auch. Und für die Arbeitnehmer dieser Unternehmen erst recht. Aber alle Branchen, in denen Deutschland im Export erfolgreich ist, sind kapitalintensiv. Das ist die Chemie, der Maschinenbau, alles Mögliche, Automobil natürlich. Ja? Das heißt, sie haben hohe Kapitalinvestitionen, aber relativ wenige Arbeitnehmer. Und die Exportgewinne, die verteilen sich dann gewissermaßen auch nur auf wenige Arbeitnehmer. Das sind die, die in der Einkommensentwicklung auf der rechten Seite standen, die so in den letzten Jahren sehr profitiert haben. So, und dieses Ungleichgewicht in der deutschen Wirtschaft ist einigermaßen dramatisch. Wir haben nämlich einen Leistungsbilanzüberschuss, den man sonst eigentlich mit autoritären Staaten in Asien verbindet. Und was mit diesem Leistungsbilanzüberschuss einhergeht, und das ist mathematisch zwingend, ist Kapitalexport. Wir exportieren nicht nur Waren, wir exportieren auch Kapital. Und wie gut die Deutschen das können, das sehen Sie an dem amerikanischen Begriff Stupid German Money. Dummes deutsches Geld. Wir sind also extrem schlecht darin, Geld im Ausland anzulegen. Trotzdem schieben wir jede Menge ins Ausland, obwohl dieses Geld in Deutschland sehr gut angelegt wird. Es gab gerade neulich wieder mal einen Bericht in der Welt, dass wir, glaube ich, wenn man die, jetzt muss ich kurz überlegen, Deutschland investiert nämlich sehr viel weniger, als es eigentlich müsste. Es investiert also unterdurchschnittlich. Die Lücke, die sich da in den letzten Jahren und Jahrzehnten aufgebaut hat, sind, glaube ich, 1,3 Billionen Euro. Ja, also auch ein irrer Betrag.
So, und diese Beträge, würden die natürlich tatsächlich investiert, würde das auch den Arbeitnehmern hierzulande zugutekommen. Und auch da noch ein dritter Aspekt, gerade die sozial Schwachen, die Geringverdiener, ja, die dürfen natürlich nicht ständig auch mit weiterer Lohnkonkurrenz und Wettbewerb von geringqualifizierten Arbeitnehmern konfrontiert werden. Ja, das heißt, auch das ist ein Argument gegen offene Grenzen und zum Strom von Migranten. Ja, und wenn man dieses ganze Maßnahmenbündel einigermaßen ausgewogen auf die Straße brächte, dann spricht meines Erachtens nichts dagegen, dass wir eine Entwicklung nehmen, wie es zum Beispiel in der Schweiz der Fall ist, wo die Nettogehälter viel, viel höher sind als bei uns. Ja, also was ist bei denen so fundamental anders, dass bei uns nicht gehen würde? Ja, also von daher, das geht schon, nur nicht mit diesen, sag ich mal, klassisch abgenutzten linken Konzepten, die in der Praxis nicht funktionieren. So, bitte. 75% der DAX-Gewinne 2017 sind ins Ausland geflossen. Dann stellt sich die Frage, wem gehört Deutschland? Also die Deutschland AG ist jedenfalls kein deutsches Unternehmen mehr. Ja, und das ist natürlich, da kann man jetzt auch vielfältig über die Hintergründe spekulieren. Aber wir sind leider kein Volk von Aktionären. Das ist, ich meine, auch wenn es natürlich immer wieder heftige Börsencrashes gibt und ich sehe auch demnächst eher schwarz für die Finanzmärkte, ja, aber trotzdem ist es nun mal so, dass langfristig eigentlich nichts an einer Beteiligung am Produktivkapital einer Volkswirtschaft vorbeigeht und ich deswegen das sehr bedauere, dass wir nicht eine entwickeltere Aktienkultur haben. Und andere Völker, die sind da schlicht und ergreifend ein bisschen investitionsfreundlicher. Und die deutschen Unternehmen sind ja sehr attraktiv. Das Publikum hier im Saal wird an die Telekom-Aktie erinnern, wie die abgewickelt wurde. Und wer das mitgekriegt hat, der weiß, was hier hinter dem Tourismus geschehen ist. Ja, also Sie haben natürlich dahingehend recht, dass da, wie soll ich sagen, das war quasi prototypisch, dass vor allen Dingen in der dritten Kapitalerhöhung auch wieder extrem die Werbetrommel gerührt wurde. Privatanleger wurden gewissermaßen in die Telekom-Aktie gelockt und die hat dann über die Folgejahre 90% ihres Werts verloren. Und dann haben wir wieder den Preis zugeschlagen. Meine Damen und Herren, ich würde hier an dieser Stelle die Diskussion abbrechen wollen, weil wir wandern da so ein bisschen in eine Spezialdiskussion rein und sind so ein kleines bisschen die Zeit im Nacken. Ich gucke da hinten auf die Uhr. Ich hoffe, wir lünchen uns nicht gleich auf den Weg nach dem Ausgang, weil noch so viele brennende Fragen offen geblieben sind. Aber vielleicht kommt der Herr Lichert ja nochmal wieder. Das bleibt mir wenn Sie nicht haben wollen, übrig, Andreas, dir herzlich zu danken für dein Kommen aus dem Wetterau hier an den Weg. Rand Hessen, so ein ganz kleines Stückchen in die Richtung, da sind wir im feindlichen Ausland, in Nordrhein-Westfalen. Mir persönlich hat der Vortrag sehr viel gebracht, Spaß gemacht und ich denke, ich spreche da auch im Namen der meisten Zuhörer und die Fragen und Diskussionen, die war auch noch ganz spannend. Es ist bei uns üblich, den Vortragenden so einen kleinen Reiseproviant mit auf den Weg zu geben. Es gibt eine Ale Wosch. Sehr schön. Ja, ja, meine Damen und Herren, es bleibt mir nur noch Danke zu sagen. Zum einen danke an den Andreas Lichert. Aber auch danke an Annette Fehring, die Organisation hier gemacht hat, dass wir die Halle bekommen konnten, an die Helfer, die da den Aufbau gemacht haben, an die Polizei natürlich, wie immer üblich, die für einen friedlichen Ablauf einer solchen Veranstaltung gesorgt haben, was ja leider möglich ist. Und möchte mich nochmal bedanken, dass Vertreter des Ortsbeirates Massenhausen den Mut gehabt haben und hierher gekommen sind, sich diesen Vortrag von Herrn Lichert anzuhören. Ganz zum Schluss. Möchte ich noch einen Hinweis geben, und zwar von dem Christian Hemmel, der hier vorne sitzt.
ein Hinweis auf die junge Alternative. Ich habe gesehen, dass viele, viele jüngere Leute auch hier dabei sind. Wer also da noch ein paar Informationen haben möchte, was die junge Alternative ist, was die will, kann sich ja gerne gleich noch im Anschluss an die Veranstaltung mit Christian ein bisschen unterhalten.